Ja, ich habe das gelesen, dass im Moment, glaube ich, erst knapp 19.000 Karten verkauft sind. Schwer zu erklären, ehrlich gesagt, im Moment, wenn man bedenkt, dass vor 3 Jahren noch das Stadion ausverkauft war oder vor, wie lange, schon ein bisschen länger her, 5 Jahren, glaube ich, als Daniel Frahn damals das 3-2 geschossen hat. Es scheint ja dann schon so zu sein, dass ja, entweder man sich schon ein bisschen gewöhnt hat daran, dass RB DFB-Pokal spielt oder Bundesliga spielt. Oder dass vielleicht tatsächlich auch Teile der Fans die Bundesliga höher raten als den Pokal, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir in ein paar Wochen in der Bundesliga gegen Wolfsburg spielen, dass da auch nur 20.000 Zuschauer kommen. Da wird höchstwahrscheinlich eine 3 mindestens davor stehen bei der Zuschauerzahl. Die Mannschaft hat auch in den letzten Wochen einiges dafür getan, dass mehr Zuschauer hätten kommen können. Die letzten beiden Auswärtsspiele klar gewonnen. Die 2 Heimspiele zuvor in der Liga, Dortmund und Bremen, waren, glaube ich, von sehr hohem Unterhaltungswert. Insofern bin ich da jetzt dieses Mal ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Ich habe schon damit gerechnet, dass zu diesem Spiel 30.000 kommen, aber ja.